بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ولا مولاها ثم أما بعد Meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala weitermachen mit unserer Reihe über den Koran und die Themen der Suren, bi'ithnillahi azza wa jal. Und wir werden uns heute, insha'Allah ta'ala, mit einer weiteren Sure beschäftigen, und zwar mit Surat At-Tin. Surat At-Tin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا ذلك من الشاهدين Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, bei der Feige und der Olive und dem Berg Sinin und dieser sicheren Ortschaft. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären? Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten? Doch, O Allah, das bist du und ich bezeuge dies. Das ist kein Koranvers, sondern das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat zu sagen, wenn wir Surat At-Tin hören. Bala wa ana ala dhalika minash shahidin. Surat At-Tin, die Sura Nummer 95 des Koran. Eine sehr schöne Sura. Auch vom Klang her eine sehr schöne Sura. Jede der Suren klingt schön, gar keine Frage. Aber Surat At-Tin hat nochmal einen ganz besonderen Klang. Und viele Kinder kennen auch gerade Surat At-Tin auswendig, weil sie da auch an auf der einen Seite die Feige erinnert werden und auf der anderen Seite die Olive erinnert werden und weil dieser Klang der Sura auch so schön ist. Surat At-Tin ist nach der großen Mehrheit der Gelehrten eine mekkanische Sura. Und was das eigentlich nochmal bestätigt, dass es sich hierbei wirklich um eine mekkanische Sura handelt, weil es gibt ein paar Ausnahmemeinungen, wie eine Meinung von Abdullah ibn Abbas, dass es sich um eine medinensische Sura handelt, die erst nach der Hijra offenbart wurde. Was aber eigentlich eindeutig aufzeigt, dass Surat At-Tin eine der früh mekkanischen Suren ist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier sagt, in seinem Schwur am Anfang der Sura und dieser sicheren Ortschaft. Allah ta'ala, er schwört bei dieser sicheren Ortschaft. Und wenn ich das dieser benutze, ist ein Ishara, dass ich auf etwas zeige. Dieser Mann, diese Frau, diese Stadt. Dann muss das immer etwas sein, was ich vor Ort Augen habe, oder? Es muss immer etwas sein, was in irgendeiner Weise gerade vor mir ist. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura in jedem Fall in Mekka offenbart hat und dementsprechend bei dieser Ortschaft, also bei Mekka al-Mukarrama, geschworen hat. Was eigentlich ein relativ eindeutiger Beweis dafür ist, dass es sich hierbei um eine mekkanische Sura handelt.
Surat At-Tin ist unter diesem Namen bekannt, At-Tin. Also entweder Surat At-Tin oder Surat Wat-Tin. Aber es gibt keinen anderen Namen, der überliefert wird in Bezug auf diese Sura, nach dem, was ich zumindest recherchiert habe. Das heißt also, Surat At-Tin oder Surat Wat-Tin. Das ist der Name dieser Sura. Und es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sura auch im Gebet rezitiert hat, wie es Imam Malik in seinem Muwatta-Werk überlieferte. Was ist ein Muwatta-Werk? Was ist ein Muwatta? Was heißt denn das Wort Muwatta? Wir hören immer Muwatta. Was ist denn eigentlich ein Muwatta? Warum nennt man es Muwatta? Was versteht man unter einem Muwatta-Werk? Um was geht es denn in einem Muwatta-Werk erst einmal allgemein? Hadithe, die überliefert werden. Richtig, genau. Und in einem Muwatta-Werk werden die Hadithe nach den Fiqh-Themen geordnet. Ja, das ist ein sozusagen Muwatta. Und deswegen, wenn man auch wissen will, was Imam Malik unter anderem für Fiqh-Meinungen hat, dann kann man dies auch wo finden? Unter anderem in seinem Muwatta-Werk. Ja, weil er auch auf viele dieser Hadithe, die er selbst überliefert hat, dann zurückgreift. Und in dem Muwatta-Werk sind nicht nur Hadithe, sondern auch teilweise Meinungen von Sahabe, Tabi'un und so weiter und so fort. Wichtig ist einfach, Imam Malik überliefert in seinem Muwatta-Werk von Al-Bara ibn Azib, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seiner Reise in einer der beiden Rak'a At-Tini wa Zaytun vorrezitiert hat. Und dann sagt Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُمْ. Ich habe noch niemanden gehört, der so schön rezitiert wie unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, jemand hat die Ehre, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf den der Koran herabgekommen ist, zu beten. Ja, dann muss es ja die schönste Rezitation überhaupt sein. Und trotz alledem, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es geliebt, den Koran von anderen zu hören. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat auch aufgezeigt, dass es Menschen gibt, denen Allah subhanahu wa ta'ala eine ganz besondere Stimme gegeben hat, wie beispielsweise Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arda, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَمِيرِ آلِ دَوُودِ. Er hat eine Flöte bekommen von den Flöten der Familie Dawuds, also sozusagen eine sehr, sehr schöne Stimme. Er hat den Koran in so schöner Art und Weise rezitiert. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte auch immer wieder den Koran von anderen hören, ja, wie Ubay ibn Ka'b und anderen. Ja. Und einmal, als er den Koran gehört hat, und ich glaube, das war Abdullah ibn Mas'ud gewesen, und rezitierte ihm den Koran vor aus Surat An-Nisa, fing der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann bei dem Vers, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Und wie wird es sein? Allah spricht unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam an, wenn wir von jeder Gemeinschaft, einen Zeugen hervorbringen werden und dich zum Zeugen über alle anderen machen werden. Und dann Abdullah ibn Mas'ud nur sah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam weinte. Surat At-Tin ist eine Sura, welche mit drei oder vier Schwüren beginnt. Das sind eigentlich vier Schwüre. Vier Schwüre. In dem ersten Vers schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei einmal einer Frucht und dann bei, ich weiß gar nicht, ob Zaytun Gemüse ist oder wie man das einstuft, keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall schwört Allah subhanahu wa ta'ala dann bei Az-Zaytun. Das heißt, den Oliven. Jetzt könnte man natürlich zunächst das einmal annehmen, dass das Erste, woran man denken würde, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dabei schwört, dass es ihm zunächst erst einmal um was geht? Es geht ihm um die Stellung der Feige und um die Stellung der Olive. Und es gibt auch einige Mufassirun, einige Koran-Exegeten, welche davon ausgegangen sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier diese beiden Früchte oder was es auch immer sein mag, hervorhebt.
um uns aufzuzeigen, welchen Nutzen sie für den Menschen haben. Und auch gerade einige zeitgenössische Gelehrte, welche sich insbesondere mit dem sogenannten Tafsir al-I'jazi beschäftigt haben, Tafsir al-I'jazi des Koran al-Karim, das heißt, dass sie versuchen, den Koran zu deuten hinsichtlich seines Wundercharakters. Dass sie halt nach diesen Wundern suchen innerhalb des Korans, welche darauf hindeuten, dass der Koran nicht das Wort eines Menschen ist, sondern dass der Koran das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist, die dann über Zaytun und über die Feige At-Tin gesprochen haben, was sie alles für Nutzen für den Menschen haben und welche Krankheiten sie verhindern. Das ist nicht mein Spezialgebiet, deswegen werde ich auch nicht darauf eingehen. Aber sicherlich liegt darin viel Nutzen. Und ich meine, es sind ja Früchte, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, in denen sicherlich viel Nutzen liegt. Aber das soll uns nicht näher beschäftigen. Sondern viel wichtiger ist die Frage, ob nicht Allah subhanahu wa ta'ala darüber hinaus, über diese offenkundige und diese buchstäbliche Bedeutung nicht noch etwas tiefergründiges meinen könnte. Zumal wir ja danach zwei andere Schwüre haben. Nämlich einmal der Schwur bei einem Berg mit dem Namen Sinin und dann noch einmal der Schwur bei einer sicheren Ortschaft. Könnte es nicht sein, dass diese ersten beiden Schwüre, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala schwört, mit einer Feige und bei einer Feige und bei einer Olive, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht etwas anderes gemeint hat? Und die meisten Mufassirun, die meisten Koran-Exegeten gehen davon aus, dass es nicht nur um diese Früchte geht, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auf etwas anderes hinweisen möchte. Und zwar, er möchte uns auf zwei Ortschaften hinweisen. Oder eine Ortschaft, die im Grunde genommen aber einen größeren Bereich umfasst. Und zwar möchte Allah subhanahu wa ta'ala uns auf die beiden Ortschaften oder auf die Ortschaft hinweisen, in der es Offenbarungen gab. Und zwar welche Offenbarung? Einmal, wie es Gelehrte sagen, die Offenbarung von Nuh alayhi salam. Warum von Nuh alayhi salam? Weil nämlich gerade Allah subhanahu wa ta'ala hier auch bei Az-Zaytun schwört und, also bei sozusagen bei der Olive schwört und auch bei der Feige schwört, welche in dieser Region wachsen, wo Nuh alayhi salam mit seiner Arche dann auch gestrandet ist. Und wo ist das? Oder wo wird es angenommen, dass es ist? Im Süden der Türkei. Da gibt es diesen Berg Al-Judi, wo er ganz genau ist, weiß ich nicht. Weiß es jemand, ob, wo ist, wie heißt die Ortschaft? Was? Ararat-Berg, aber wo ist der genau, der Ararat-Berg? Das ist im Süden der Türkei auf jeden Fall. Im Osten, südlich-Osten? Eigentlich mittig. Mittig, okay. Dann, aber das ist auf jeden Fall diese Region, dass sozusagen dort die Arche gestrandet ist und darauf hindeutet, dass es sich hierbei um eine dieser großen Offenbarungen handelt und dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dann dem anderen, den Oliven, ja, auch worauf hindeuten möchte, auf Beit al-Maqdis, auf Jerusalem. Wo welche Offenbarung herabgekommen ist, auf welchen Propheten? Auf Isa alayhi salam, barakallahu fiik. Oder es könnte auch Ibrahim alayhi salam gemeint sein. Also beide Propheten wären möglich. Warum? Weil Ibrahim alayhi salam auch an der Errichtung von Beit al-Maqdis beteiligt gewesen war. Und da sehen wir, Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört hier bei einer Ortschaft, die einen größeren Raum, Ash-Sham, umfasst, wo sehr, sehr viele Offenbarungen auf edle Menschen, nämlich auf Propheten, herabgekommen sind. Um dann im zweiten Vers bei einer weiteren Ortschaft zu schwören. Welche Ortschaft nämlich? Waturi Sinin. Was ist denn dieser Waturi Sinin? At-Tur ist ein Berg. Und die Gelehrten sagen, dass es sich hierbei um einen Berg handelt, der auch mit Bäumen bewachsen ist.
Also es ist nicht nur einfach ein Berg, sondern es handelt sich um einen Berg, auf dem es Bäume gibt. Und welche Offenbarung ist bei diesem Berg Sinin? Es wird auch übersetzt mit Sinai. Welche Offenbarung ist dort herabgekommen? Wer hat denn auf diesem Berg Sinin eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten? Musa alayhi salam. Absolut richtig. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört hier bei dem Ort, auf dem ebenfalls eine der wichtigen und grundlegenden Offenbarungen Allah subhanahu wa ta'ala, die heute zu den wichtigsten Offenbarungen der Welt gehören, auch wenn die Anhängerschaft von ihr sehr, sehr wenige sind. Aber es geht ja, wie wir gleich sehen werden, um die ursprüngliche Offenbarung. Allah subhanahu wa ta'ala erschwört hier also bei der Offenbarung von unserem edlen Propheten Musa alayhi salam. Also wir haben einmal entweder Ibrahim und Nuh oder Isa alayhi salam, wie es andere Gelehrte sagen. Und dann haben wir wen? Und dann haben wir Musa alayhi salam. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über diese früheren Offenbarungen spricht und bei den Orten schwört, an denen diese Offenbarungen herabgekommen sind, macht Allah subhanahu wa ta'ala was? Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört jetzt bei der letzten aller Offenbarungen. Nämlich der Offenbarung, welche auf das Siegel der Propheten herabgekommen ist, unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-balad al-amin. Und bei dieser sicheren Ortschaft. Und das ist interessant, dass Allah Ta'ala sich noch einmal extra sicher nennt. Wer hat sie sicher gemacht? Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat sie, obwohl sie mitten in einer Wüste ist, zu einer sicheren Ortschaft gemacht. Eine Ortschaft, bei der man sich wirklich auch heutzutage sicher fühlt. Und ich wundere mich manchmal, früher, bevor ich zur Hajj gefahren bin, und da habe ich immer gehört, oh, es ist ganz gefährlich dort und man muss aufpassen und die Kinder werden entführt und weiß ich nicht, was alles Unsinn. Ich habe mich wirklich an keinem Ort sicherer gefühlt als in Mekka. Mekka und Medina sind sehr, sehr sichere Ortschaften. Man hat dort wirklich das Gefühl, sicher zu sein, obwohl es manchmal ein bisschen voll ist, ja, aber du weißt ganz genau, ja, dass wenn irgendetwas irgendwo runterfällt, dann findest du es in der Regel. Kann es dort Diebe geben? Es kann dort Diebe geben, natürlich wie an jedem anderen Ort. Aber es ist trotz alledem ein Ort, wo man diese Sicherheit verspürt, obwohl Millionen von Menschen tagtäglich an diesem Ort sind. Menschen aus aller Herren Länder. Und trotz alledem verspürt man gerade an diesem Ort, wo es so voll ist, wo es so eng ist, diese Sicherheit, über die Allah subhanahu wa ta'ala hier in diesem Vers spricht. وَهَذَا الْبَلَدْ الْأَمِينَ. Und die Reihenfolge dieser Schwüre ist sehr, sehr wichtig. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt mit den frühesten Offenbarungen. Ibrahim, Nuh alayhi salam, eventuell Isa alayhi salam, je nachdem, wie man das versteht. Dann geht er über zu Musa alayhi salam. Wenn mit den ersten beiden Ibrahim und Nuh alayhi salam gemeint sind, dann ist mit Musa auch automatisch Isa gemeint. Warum? Weil nämlich Isa alayhi salam, Jesus, nichts anderes getan hat, als was? Als das zu bestätigen, womit Musa alayhi salam gekommen ist. Und dann als allerletztes, und das ist dann die abschließende Botschaft, Allah subhanahu wa ta'ala, schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei der Offenbarung, bei dem Wahi unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Und was wird hier noch einmal deutlich, meine lieben Geschwister im Islam? Dass all diese Offenbarungen aus einer Nische stammen. Obwohl sie zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten offenbart worden sind, es handelt sich immer um ein und dieselbe Botschaft. Drei verschiedene Orte, drei unterschiedlich oder vier unterschiedliche Zeiten und trotz alledem handelt es sich immer um dieselbe Botschaft. Und deswegen sagt unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat. Die Propheten sind Brüder mütterlicherseits, väterlicherseits. Ummahatuhum shatta, ihre Mütter sind unterschiedlich.
ودينهم واحد. Aber der grundlegende Glaube ist einer. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Offenbarungen, weil es immer um dasselbe geht. Es geht immer darum, dass die Menschen einem einzigen Gott dienen sollen und einen Gott anbeten sollen. Es geht immer um die gleichen moralischen Vorschriften. Und dementsprechend muss man sich heutzutage wundern, dass Muslime, Christen, Juden nicht an einem Strang ziehen. Gerade in einer Welt, wo der Atheismus und der Materialismus versucht, die Menschen wegzubringen von diesen moralischen Vorstellungen, mit denen all diese Religionen gekommen sind. Weil was die moralischen Vorstellungen betrifft, in Bezug auf die Familie, in Bezug auch auf das Menschenbild, in vielerlei Hinsicht bestätigen sich diese drei Botschaften, selbst obwohl sie heutzutage drei unterschiedliche Religionen sind und es klare Unterschiede gibt in der Akide, das heißt in den theologischen Fragen. Gar keine Frage, aber was diese moralischen Vorstellungen betrifft, da ähneln sich diese Religionen so sehr, dass eigentlich Juden, Muslime und Christen an einem Strang ziehen müssten. Aber sie tun es leider nicht. Das muss man einfach sagen. Sie tun es leider nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt hier im Koran immer wieder auf diese Ähnlichkeiten, dass es eigentlich nichts anderes ist als Bestätigung des Vorherigen. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Er hat euch in der Religion eingeführt, sozusagen zum Gesetz gemacht, zu einer Scharia, ja, zu einem Weg, der zur Wasserquelle führt, der euch ein schönes Leben geht, was er auch Nuh anvertraut hat. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Und was wir dir offenbart haben. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Genau diese Botschaften, die Allah Ta'ala hier in diesen Versen erwähnt. Ja? Und was wir Ibrahim, Musa und Isa anvertraut haben. Alles dasselbe. Alles kommt von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Es geht immer um dieselbe Botschaft, die dort von all diesen Propheten zu den unterschiedlichen Zeiten, an den unterschiedlichen Orten gepredigt wurde. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam über sich selbst: Ana da'watu Abi Ibrahim. Ich bin das Bittgebet von meinem Vater Abraham. Wa bisharatu akhi Isa. Und ich bin die frohe Botschaft meines Bruders Isa alaihi salam. Und interessant ist, dass wir das nicht nur im Koran finden, sondern wir finden auch Passagen in der Bibel, in der heutigen Bibel, von der wir als Muslime ausgehen, nicht nur wir als Muslime, das ist im Grunde genommen etwas, was auch die Christen so sehen, selbst, dass nämlich nicht der Wortlaut göttlich ist, sondern der Wortlaut göttlich inspiriert ist. Nur fundamentalistische Christen, wie beispielsweise, wenn man sie auch überhaupt als Christen bezeichnen kann, ja, Zeugen Jehovas, ja, glauben wirklich an den Wortlaut der Bibel, dass er göttlich ist. Aber die meisten Christen, Katholiken, Protestanten glauben lediglich, dass die Bibel göttlich inspiriert ist, aber nicht alles eins zu eins wirklich eine Offenbarung Gottes ist. Das ist etwas ganz, ganz wichtig, damit wir das auch verstehen. Für sie gilt, und das ist das Wichtigste für sie, das, was für uns der Koran ist, das Wort Allahs ist für ihn, bei ihnen Isa alaihi salam, also Jesus, ja, der sozusagen der Sohn Gottes ist, ja, der sozusagen das menschengewordene Wort Gottes, ja, was dann für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. So sehen das die Christen heutzutage, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auf jeden Fall in der Bibel finden wir eine sehr, sehr interessante Passage, die sehr ähnlich ist. Und zwar im 5. Buch Mose, in dem Abschnitt 33, Kapitel 33, heißt es wie folgt, in Vers Nummer 1, Dies ist der Segen, damit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israel vor seinem Tode segnete. Und dann heißt es im Vers 2. Und er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen. Oturi Sinin. Und ist aufgegangen von Seir. Das sind Berge, ja, ich habe, die, glaube ich, sich in Asham befinden. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder hätte ich nochmal nachgucken müssen. Aber es ist so ebenfalls eine Region, wo sozusagen dann, glaube ich, es wird dann auf Dings bezogen, auf Jesus. Müsste man nochmal ganz genau gucken, was die, ich habe das vorhin gelesen nochmal, auf die Schnelle. Weil ich in Erinnerung habe, beziehen sie das auf dann Jesus, die Kommentatoren. Er ist hervorgebrochen von dem Berge Pharan. Bibelkommentatoren sagen, das ist irgendwie im Süden
sozusagen Palästinas. Ja? Dort befinden sich die Berge Farans. Aber ja, vieles deutet darauf hin, dass mit dem Berge Faran die Berge gemeint sind, die um Mekka herum sind. Warum? Guck mal, was jetzt nämlich kommt. Und ist gekommen mit 4000 Heiligen, die Sahaba radhiyallahu anhum. Zu seiner rechten Hand ist ein feuriges Gesetz an sie. Die Scharia. Ja, weil es gab ganz nach Isa alaihi salam niemanden, der damit gekommen ist. Und niemanden, der in dieser Region mit einem feurigen Gesetz gekommen ist. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Grunde genommen was erfüllt? Er hat diese Prophezeiung erfüllt, die wir in der Bibel finden. Und hier wird dann auch wieder über diese drei Orte gesprochen, wo Offenbarungen herabgekommen sind. Genauso wie es Allah subhanahu wa ta'ala hier in Surat At-Tin schwört. Immer, meine lieben Geschwister, wenn bei etwas geschworen wird, muss es auch etwas geben, worauf geschworen wird. Das heißt, Allah schwört, aber worauf schwört Allah subhanahu wa ta'ala? Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört jetzt auf Folgendes. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Das ist das, worauf Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Und auf die beiden Verse danach, mit denen wir uns gleich beschäftigen werden, inshallah ta'ala. Was ist jetzt damit gemeint? Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen in schönster Gestalt erschaffen hat. Wissen das die Menschen nicht? Sodass Allah subhanahu wa ta'ala gleich viermal schwören muss, um das zu bestätigen? Gibt es nicht vielleicht sogar Geschöpfe, welche schöner sind als der Mensch vom Äußeren her? Wenn man sich beispielsweise manche Tiere anschaut, manche Vögel anschaut, ja, dann kann man gar nicht mehr wegschauen. Ja? Es steht außer Frage, dass Allah Ta'ala die Menschen in schönster Gestalt erschaffen hat, was das Äußerliche betrifft. Steht außer Frage. Aber heißt das, dass beispielsweise ein Mensch, der vielleicht eine äußerliche Behinderung hat, nicht in schönster Gestalt erschaffen wurde? Was ist also damit gemeint? Manche Gelehrte beziehen es nur auf das Äußerliche. Und das ist in jeder Hinsicht ein Wunder Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es ist wahrscheinlich mehr als nur das Äußerliche gemeint. Und zwar ist damit wahrscheinlich gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Mensch in bester Gestaltung erschaffen hat, hinsichtlich dessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn gegenüber den anderen Geschöpfen ausgezeichnet hat, durch seinen Verstand. Durch seinen freien Willen. Dadurch, dass er die Dinge um sich herum reflektieren kann, Kulturen erschaffen kann, Zivilisationen erschaffen kann, Kunst betreiben kann. Das sind im Übrigen alles Dinge, die nur Menschen können. Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört hier also nicht nur auf die äußere Gestalt des Menschen, weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah Ta'ala, er schaut nicht auf eure äußeren Gestalten, auf eure Körper. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Sondern Allah Ta'ala, er schaut auf eure Herzen und er schaut auf eure Taten. Das ist das, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Und dann macht auch der nächste Vers mehr Sinn als bei dieser ersten Interpretation. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, das gehört ebenfalls zu dem Schwur, zu der Antwort auf den Schwur, auf das, was Allah schwört, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Und dann, hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Manche Gelehrte sagen, dass damit gemeint ist, dass der Mensch irgendwann einmal alt wird. Das heißt, erst einmal ist er kräftig und dann plötzlich wird er alt. Und er wird abhängig von anderen Menschen. Das ist eine Interpretation. Wir werden auf diese Interpretation noch gleich zurückkommen.
Aber ich persönlich neige nicht zu dieser Interpretation. Warum? Weil auch alte Menschen können schön sein, oder? Es gibt manche alte Menschen, wenn du sie siehst, sagst du Allahu Akbar. Ja? So alt, aber so eine Ausstrahlung. Und es gibt manche junge Menschen, wenn du sie siehst, dann kriegst du gleich einen Schock. Ja? Ist doch so. Ja? Der eine hat sich gut gehalten, obwohl er 80 Jahre alt ist, 90 Jahre alt ist. Und ein anderer hat sich kaputt gemacht, obwohl er gerade mal 25 Jahre alt ist. Und dementsprechend müssen wir uns fragen, ob damit wirklich gemeint ist, dass hier der Mensch plötzlich alt wird. Ardhalil Umur, das hohe Alter erreicht. Sondern vielmehr ist gemeint, wie es einige Gelehrte gesagt haben, dass der Mensch dadurch, dass er jetzt von was abkommt, und das ist jetzt der Zusammenhang zwischen den Offenbarungen, über die Allah Ta'ala gesprochen hat am Anfang, und dann dem Verstand, den Allah Subhanahu wa Ta'ala den Menschen gegeben hat, dass der Mensch sich dann von dieser Offenbarung und von seiner Fitra, mit der Allah Ta'ala den Menschen erschaffen hat, abwendet und sich somit selbst erniedrigt. Er erniedrigt sich selbst. Allah hat dich erhöht durch den Verstand, durch die Fitra, durch diese natürliche Veranlagung, dass du dazu neigst, wie es die Gelehrten auch aus diesem Vers entnommen haben, im Grunde genommen Gutes zu tun, dass du diese Fitra, welche du in dir trägst, dieses Neigen zum Guten tun, dass du dich einsetzt für das Gute, veränderst und auf den Kopf stellst, indem du Schlechtes tust. Und dies, obwohl Allah Ta'ala dir nicht nur die Fitra gegeben hat und den gesunden Menschenverstand, sondern Allah Ta'ala hat dir sogar noch mehr gegeben, er hat dir die Offenbarung geschickt, die dich immer wieder daran erinnern, was eigentlich das Richtige ist und was das Falsche ist. Und dementsprechend der Mensch, der nicht seine Fitra befolgt, der nicht seinen gesunden Menschenverstand benutzt, der nicht schaut, was Allah Subhanahu wa Ta'ala offenbart hat, um zu erfahren, was richtig und was falsch ist, dieser Mensch erniedrigt sich im Grunde genommen selbst. Und deswegen sagt Allah Ta'ala direkt danach was. Er nimmt einige Menschen aus, nämlich welche Menschen? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Außer denjenigen glauben und rechtschaffene Werke tun. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört, oder einen Lohn geben, das ist die andere Bedeutung, der ihnen nicht vorgehalten wird. Das heißt, sie haben diesen Lohn verdient. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass ihnen irgendjemand diesen Lohn vorhalten wird. Von men, yamun, dass ich sozusagen jemandem etwas vorhalte, oder von memnun im Sinne von abgeschnitten. Ihre Taten werden weitergehen. Und selbst wenn ich diese Verse davor in dem Sinne interpretiere, dass ich sage, dass damit wirklich das hohe Alter gemeint ist, was ist dann damit gemeint? Damit ist dann gemeint, dass der Mensch auch im hohen Alter, wenn er vielleicht bestimmte gute Taten, die er in jungen Jahren getan hat, nicht mehr ausführen kann, Allah Ta'ala ihm trotz alledem den Lohn geben wird. Und das ist das Schöne in unserer Religion. Und deswegen, was sagt unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns beigebracht, dass derjenige, der eine gute Tat vollzieht und sie regelmäßig vollzieht, wie beispielsweise in der Nacht zu beten, ja, oder zu fasten, und es dann aufgrund von Krankheit oder hohem Alter nicht tun kann, dass er trotz alledem den vollen Lohn dafür erhält. Ja, salam. Das heißt, du kriegst den vollen Lohn dafür, obwohl du es gar nicht mehr machst. Weil Allah Ta'ala weiß, dass wenn du es körperlich könntest, hättest du es gemacht. Und du hast die Absicht gehabt, das zu tun. Und ebenfalls, guck mal, was Abdullah ibn Abbas sagt, etwas sehr, sehr Wichtiges, meine lieben Geschwister im Islam. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade in jungen Jahren versuchen, an dieser Religion festzuhalten und nicht erst damit anfangen, wenn wir in hohem Alter sind. Warum haben denn die Jugendlichen, welche im Gehorsam ihres Herrn in der Anbetung an Allah aufwachsen, solch eine hohe Stellung bei Allah? Weil es etwas Besonderes ist, weil es sich jetzt auf ihr Leben auswirken wird. Abdullah ibn Abbas, er sagt, inna li ta'ati wa salati la zinatan fil wajh. Die gute Tat und das Gebet haben einen sozusagen Schmuck im Gesicht. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ und erweitern deine Versorgung. وَإِنَّ لِلْمَعْصِيَةِ لَشَيْنًا فِي الْوَجْهِ und eine Ma'siyya, eine schlechte Tat führt dazu, dass du im Gesicht sozusagen etwas Hässliches siehst. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ und dass deine Versorgung dadurch weniger wird.
Deswegen, es gibt manche Leute, subhanallah, den siehst du regelrecht diese gute Tat in ihrem Gesicht an. Ich kenne einen Bruder, der ist ganz extrem war. Ja? Also ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm, aber ich bin einmal, ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war vor etlichen Jahren, da gab es noch eine Moschee in der Wilmersdorfer Straße, ich weiß nicht, ob einige von euch die kennen. Da bin ich, das ist mindestens 20 Jahre her, bin ich in die Moschee gekommen und dann sah ich diesen Bruder, der sitzt in der Moschee, ohne Witz, wirklich unübertrieben. Die Wand hat geleuchtet. Das hat wirklich wie so eine Lampe. So. Das war tags gewesen, aber das hat geleuchtet. So richtige Lampe. Ja? Das war eine richtige Lampe gewesen. Ich habe noch nie so ein Licht gesehen. So unglaublich gewesen. Und subhanallah, ein paar Jahre später treffe ich den Bruder wieder und dieses Licht war weg. Weil er war auch nicht mehr so praktizierend gewesen wie zu dieser Zeit. Das ist aber so eine Bestätigung. Ja? Wenn du Gutes tust, sei dir sicher, das wird man in deinem Gesicht sehen. Und wenn du Schlechtes tust, das erkennt man auch in deinem Gesicht. Und nicht nur das. Wenn du Gutes tust, und nehmen wir mal an, du wirst älter. Aber einige Gelehrte haben gesagt, dass diejenigen, die den Koran lesen und die sich mit dem Koran beschäftigen und die den Koran auswendig können, und sie führen hier einige Hadithe an, die nicht ganz authentisch sind, dass sie davor geschützt werden, senil zu werden im hohen Alter. Das stimmt nicht. Wir wissen, es gibt Leute, die praktizieren sind und trotzdem senil werden, Alzheimer bekommen oder ähnliches. Aber schaut mal, der Unterschied. Jemand, der senil ist und der vielleicht dann komische Sachen von sich gibt, der aber sein Leben lang immer nur Koran gelesen hat und Gutes gesprochen hat, was wird er dann, wenn er senil ist, von sich geben? Nur gute Worte, auch wenn es Quatsch ist, aber es sind nur gute Worte. Ja, der wird der Koran lesen, irgendetwas, ja. Ich kenne einen, subhanallah, ich kann es mich noch sehr gut erinnern, ja. An einer Hochzeit, da habe ich dann eine Eheschließung gemacht und der Vater war auch Hodja gewesen, ja. Und hat dann auch schon ein bisschen senil. Der ist schon ein sehr alter Mann. Und der hat dann gelesen, hat die Koranverse so ein bisschen durcheinander gebracht. Aber er hat nur Gutes gesprochen. Ja, ist senil, aber hat nur Gutes gesprochen. Und dann guckt jemand an, der Alzheimer hat und senil ist, aber die ganze Zeit nur Schlechtes spricht. Was wird der dann? Der wird nur Schlechtes von sich geben. Und da sehen wir, subhanallah, es wird sich auswirken auf dich, was du tust in jungen Jahren. Selbst wenn der Vers das meint, dass du dann sozusagen ins hohe Alter gelangst, wenn du gläubig bist, wirst du im hohen Alter ebenfalls nur Gutes tun. Weil der Mensch nämlich so alt wird, wie er in jungen Jahren gewesen ist. Man shabba ala shay'in shabba alayh, sagt man im Arabischen, ein Sprichwort. Wer mit etwas sozusagen aufwächst, der wird auch so alt werden. So ist das. Im hohen Alter wirst du dich nicht mehr ändern können. Und deswegen lasst uns versuchen, von jungen Jahren an immer Gutes zu tun. An dieser Religion festzuhalten. Moralisch zu sein. Uns für das Gute einzusetzen. Und dann seid euch sicher, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird euch im hohen Alter festigen. Und es wird sich positiv aus euch auswirken. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Wenn aber damit gemeint ist, meine lieben Geschwister im Islam, der Mensch im Sinne von, dass Allah Ta'ala ihn einen Verstand gegeben hat, ihn eine Fitra gegeben hat und er sich von dieser Fitra abwendet, dann ist mit أَسْفَلَ سَافِلِينَ was gemeint, möge Allah uns davor bewahren? Dann ist mit أَسْفَلَ سَافِلِينَ die Hölle gemeint, möge Allah uns davor bewahren. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Allah sagt, wir werden ihn sozusagen wieder zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Weil alles von Allah kommt, auch wenn der Mensch das selbst verursacht hat. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Was ist mit ihnen? فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Ihr Lohn wird weitergehen. Im diesseitigen Leben und im jenseitigen Leben. Nach ihrem Tod wird ihr Lohn weitergehen. Warum? Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Wenn der Sohn Adam stirbt, werden seine Taten unterbrochen außer drei Taten. صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ, eine fortlaufende Spende. وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ, und ein frommes Kind, was für ihn dann die guten Taten weitermacht und Dua für ihn macht. أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ, oder nützliches Wissen, wovon die Menschen Nutzen ziehen werden. Das ist dieser fortlaufende Lohn, der sie immer wieder begleiten wird, bis sie in das Paradies gelangen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu ihnen gehören lassen, ya Rabbil Alamin. Und jetzt, meine lieben Geschwister im Islam, zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala noch etwas anderes auf. Und er wundert sich im Grunde genommen.
Allah Ta'ala, er wundert sich über den Menschen. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären? Allah Ta'ala, er benutzt hier das Wort Din. Din hat ganz unterschiedliche Bedeutungen. Din kann bedeuten Gericht. Und dann kommt es höchstwahrscheinlich aus dem Aramäischen. Weil im Aramäischen das ist eine Sprache, die auch sehr, sozusagen gehört zu den sehr, sehr frühen Sprachen, sehr den alten Sprachen, durch die auch das Arabische beeinflusst wurde. Und das Arabische hat viele Wörter aus dem Aramäischen entnommen. Und deswegen gibt es ja auch ein Buch von einem sogenannten Luxemburg, Christoph Luxemburg, der hat ein Buch geschrieben, das heißt die syro-aramäische Lesart des Koran. Das ist natürlich ein Spinner, der das geschrieben hat. Er ist ein Spinner. Ich habe einen Vortrag auch von ihm gehört. Und die Islamwissenschaftler und Arabisten und alle machen sich nur über ihn lustig, weil es völliger Blödsinn ist, was er da schreibt. Die Grundannahme ist richtig, dass natürlich das Syro-Aramäische auch die arabische Sprache beeinflusst hat, indem viele Wörter aus dem Aramäischen dann ins Arabische übernommen worden sind, wie beispielsweise das Wort Din in der Bedeutung von Gericht. Aber die Behauptung, was er behauptet, der Koran sei ursprünglich in aramäischer Sprache geschrieben worden und dann ins Arabische übersetzt worden, ist natürlich völliger Unsinn. Gut, ich will nicht länger auf diesen Unsinn eingehen, sondern es geht mir darum, Din kann bedeuten Gericht, und dann kommt es höchstwahrscheinlich aus dem Syro-Aramäischen, was auch christlich, die sozusagen eine wichtige christliche Sprache gewesen ist. Din kann aber auch bedeuten Schuld. Und vor Gericht muss ich ja auch unter anderem aufgrund meiner Schuld stehen. Und dann ist es wahrscheinlich ein genuin arabisches Wort. Din, was hört sich so ähnlich wie Din an im Arabischen und ist Schuld? Dain, oder? Das Wort Dain. Ya ayyuha alladhina amanu, idha tadayantum bidain. Und hier ist Dain dann im Sinne von Schuld. So als müsste ich eine Schuld erbringen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, der mir etwas gegeben hat. Und dann gibt es noch die iranische Bedeutung. Und die ist eine offenbarte Religion. Und sehr, sehr interessant ist, ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzähle, Dar es Salaam erzählt. Sehr interessant ist, dass subhanallah, der Islam als Din die erste große Religion ist, welche sich wirklich als eigenständige Offenbarungsreligion, welche sich von anderen Religionen ganz klar dann auch sozusagen, mir fällt gerade das richtige Wort, welche sich von anderen Religionen unterschieden hat und von vornherein, vom ersten Moment an, das auch so gesehen hat, eine eigenständige Religion zu sein, dass der Islam diese Religion ist. Und es gibt ein interessantes Buch, von auch einem Islamwissenschaftler, ich weiß nicht, ob er Islamwissenschaftler ist, er ist Religionswissenschaftler, glaube ich, der das auch in diesem, nicht Muslim, der das auch schreibt, der Islam ist diesbezüglich die einzige Religion, die sich vom ersten Moment an als wirklich eigenständige Religion, die sich von anderen Religionen abgrenzt, gesehen hat. Das heißt, Din ist hier aber wahrscheinlich wirklich das Gericht. Warum wundert sich Allah Ta'ala hier über den Menschen? Warum sagt das Allah Ta'ala, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ? Nach all dem verleugnest du immer noch das Gericht? Wie kann das sein? Wieso? Und zwar, wenn wir uns die Argumentation in den vorherigen Versen anschauen, meine lieben Geschwister im Islam, da sehen wir, dass Allah Ta'ala uns im Grunde genommen darauf hinweist, dass alles, was wir tun, immer Auswirkungen hat. Wenn ich Gutes tue, dann werde ich am Ende meines Lebens auch Gutes erfahren. Wenn ich Schlechtes tue, werde ich am Ende meines Lebens was erfahren? Etwas Schlechtes erfahren. Also alles um mich herum deutet eigentlich darauf hin, dass meine Taten und meine Handlungen immer Folgen haben. Und wenn das so ist und mir Allah Ta'ala einen Verstand gegeben hat, mit dem ich im Grunde genommen das verstehen kann und nachvollziehen kann, weil Allah mich in bester Gestaltung erschaffen hat. Und wenn ich dann darüber hinaus auch noch Offenbarungsschriften habe, die eindeutig sind und die sich gegenseitig alle bestätigen, sodass niemand sagen kann, ich wusste das nicht. Wenn all dies der Fall ist, meine lieben Geschwister im Islam, wie kann ich dann als Mensch mit gesundem Menschenverstand immer noch das Gericht leugnen? Und behaupten, es würde kein Leben nach dem Tod geben. Und behaupten, ich werde für meine Taten nicht zur Rechenschaft gezogen. Wie dumm muss ich als Mensch sein? Warum benutze ich nicht diesen Verstand? Ich muss nur meinen Verstand benutzen, den mir Allah gegeben hat. Und schon werde ich zu dieser Erkenntnis gelangen.
فما يكذبك أيها الإنسان. بعد بدين, was lässt dich immer noch das Gericht leugnen? Du siehst doch jeden Tag, dass die Taten eines Menschen Folgen und Konsequenzen haben. Wieso glaubst du, dass das nur auf das Diesseits bezogen ist und nicht auf das Jenseits bezogen ist? Du musst blind sein, oh Mensch, wenn du das immer noch verleugnest. Du willst nicht sehen. Du bist nicht bereit zu sehen. Weil wenn du deine Augen aufmachen würdest, dann würdest du es erkennen. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier noch einmal über seine Hikmah, über seine Weisheit. Jeder, der sich diese Schöpfung anschaut, jeder, der muss zu der Erkenntnis gelangen, dass hinter dieser Schöpfung ein weiser Schöpfer stecken muss. Und wenn dieser Schöpfer, der all dies erschaffen hat, weise ist, dann kann es nicht sein, dass er den Menschen einfach ohne Grund erschafft. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ. Glaubt ihr etwa, dass wir euch ohne Grund erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Erhaben sei Allah, der König, die Wahrheit. Mach dir Gedanken, o Mensch, und du wirst zur Erkenntnis gelangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, wie gesagt, immer diese Erkenntnis geben. Und Allah hat uns Zeichen in unserer Umgebung, in der Schöpfung gegeben und Zeichen durch die Offenbarungen. Und Allah spricht beide Zeichen in dieser Sura an. Ich muss mir nur Gedanken machen als Mensch. Und wenn ich dann diese Sura gelesen habe, sage ich, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat, Bala wa ana ala dhalika mina shahidin. Ja, du bist der Weiseste aller Weisen, o Allah, und ich bezeuge dies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zu jenen gehören lassen, die dies bezeugen. Möge Allah ta'ala uns immer die Zeichen Allahs erkennen lassen in seiner Schöpfung und in seinen Offenbarungen. Möge Allah ta'ala uns immer an dem festhalten lassen, was er offenbart hat, sodass wir zu jenen gehören, über die Allah ta'ala gesagt hat, dass sie einen ununterbrochenen Lohn erhalten werden. Möge Allah Ta'ala uns festigen auf diesem Weg. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns zu Vorbildern werden lassen für die Menschen in dieser Gesellschaft und für die Menschen überall. Möge Allah Ta'ala uns so sein lassen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es beschrieben hat, nämlich wie eine Biene, die nur Gutes von zu sich nimmt und nur Gutes von sich gibt. Möge Allah Ta'ala uns so sein lassen, wie der Prophet beschrieben hat, nämlich wie eine Dattelpalme, die in all ihren Teilen nützlich ist für die Menschen. Amin ya Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu s-salihat. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.